Es ist so interessant, aber ich muss ein bisschen auf den Zeitplan schauen. Leider, wir schauen, dass wir zu unserem abschließenden Vortrag kommen in diesem Block jetzt. Also Sicherheit in und von Kommunikationsnetzen. Wir haben schon auch beim Herrn von Huawei gehört, naja klar, verschiedene Länder, verschiedene Gesetzgebungen. Wir gehen eigentlich so Datenaustausch über Grenzen hinweg. Und da zeigt Ihnen jetzt unser kommender Redner, dass es da sehr interessante Teamrooms gibt in der österreichischen Fabersoft Cloud. Und das ist jetzt plötzlich zeitgemäßer Workflow, zeitgemäße Geschäftsprozesse. Und das Ganze ist dann auch innerhalb dieser Teamrooms vor Fremdzugriff ganz einfach geschützt. Hansjörg Grub ist Senior Vice President und Head of Fabersoft Cloud Business Unit. Und er verantwortet dort bei Fabersoft die strategische Planung und operative Umsetzung. So, er ist schon auf der Bühne, er kriegt auch noch einen kleinen Film. Digitalisierung Ihres Unternehmens mit österreichischer Software in wenigen Schritten. So, den Film schauen wir uns gemeinsam an und dann bitte einen Applaus für Herrn Hansjörg Gruber. Grüß Gott, mein Name ist Hansjörg Gruber. Ich leite in der Fabersoft-Gruppe den Geschäftsbereich Fabersoft Cloud. Fabersoft ist ein seit 27 Jahren international tätiges Softwareunternehmen mit Sitz in Linz, Niederlassungen in Wien, München, Berlin, Frankfurt, Bern und London. Fabersoft bietet eine der sichersten Cloud-Lösungen zusammen, mit Hilfe derer Sie sicher über das Internet mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern kommunizieren können. Sie suchen sich aus, an welchem Standort Ihre Unternehmensdaten liegen sollen. Beispielsweise im Rechenzentrum in Wien ist jedes Ihrer Dokumente sechsfach gesichert. Wenn Sie mit Fabersoft zusammenarbeiten, erfolgt dies nach österreichischer Rechtsprechung, nach österreichischem Datenschutzrecht und Sie erhalten einen österreichischen Ansprechpartner für Ihre Fragen als auch für den ganz normalen Geschäftsalltag. Fabersoft ist weltweit der erste Partner, der den Eurostar Cloud Audit mit 5 Sternen bewältigt hat. Das bedeutet, dass die gesamte Lieferkette eines Cloud-Anbieters wie Fabersoft zertifiziert wurde, weltweit der erste. Fabersoft war einer der ersten in Österreich, wenn nicht der erste, der ein ISO 27018 Zertifikat erhalten hat. Dieses Zertifikat bestätigt den Schutz ihrer personenbezogenen Daten. In einer Geschäftswelt wie der heutigen ein sehr wichtiger Aspekt. So, jetzt schalten wir hier noch um. So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Digitalisierung sprechen, und zwar in einer für Sie sehr konkreten Art und Weise. Es geht heute nicht um das automatisierte Herstellen von Autos, sondern ich möchte den Teilaspekt des sicheren Zusammenarbeitens über das Internet beleuchten. Was meine ich damit? Heute, bereits heute, verwenden 86% der EU-Bürger digitale Services. Damit meine ich das Online-Überweisen von Rechnungen oder das Kaufen von Büchern über das Internet bis zum Buchen des Hotelzimmers. Das macht euch schon die Mehrheit der Menschen. Wenn Sie diesen Prozentsatz dem gegenüberstellen, was die europäischen KMUs im Internet anbieten, dann ist das ein sehr ernüchternder Prozentsatz. Es sind 16% der KMUs in Europa, die ihre Leistungen im Internet digital anbieten. Was kann ich jetzt machen? Das ist die erste Frage. Bevor ich das beleuchte, will ich Sie noch kurz in die Fabersoft-Welt einführen. Das ist die Zentrale in Linz, unser Büro hier in Wien. Was wichtig ist, ist, dass wir die gesamte Wertschöpfung in Österreich bzw. in Europa behalten. Das heißt für Sie, Ihre Daten werden nicht an Drittparteien weitergegeben. All die Lösungen, die wir in Bälde sehen werden, können Sie sofort verwenden, ohne dass Sie warten müssen. All die Sicherheitsaspekte, die Sie heute den ganzen Tag schon tagesüber gehört haben,
können Sie sofort in Anspruch nehmen, weil wir sie bereits absolviert, erledigt und zertifiziert haben. Interessant ist, dass es in der Fibersoft-Gruppe neben dem Cloud-Bereich auch den Bereich der Akten, des Aktenmanagements gibt. Das klassische Records-Management, das Verwalten von Geschäftsdokumenten. Interessant ist auch, dass es das Thema der semantischen Suche in Form der Mindbreeze gekoppelt in einer Cloud gibt. Das heißt, es geht nicht nur darum, jemanden etwas abzulegen, damit diese Person das findet und dass man dann gemeinsam an diesem Dokument, an diesem Geschäftsdokument arbeiten kann, sondern es geht auch darum, dass man später wieder etwas findet, auch wenn man nicht weiß, weil es in 22 Sprachen bei uns möglich ist, wie man das richtig schreibt, wird mit Hilfe der integrierten Suche das Resultat, das richtige Resultat ausgeworfen. Sie sehen, dass hier anhand dieser Skizze der deutschsprachige Raum unser Kernzielmarkt ist. Zum Thema Sicherheit. Es ist natürlich schwierig für jemanden Einzelnen, gerade einem KMU, das Thema Sicherheit alleine zu bewerkstelligen. Ich habe im Eingang schon erwähnt, dass diese Sicherheitszertifikate nur ein Aspekt sind. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist hier unsere Motivation. Sie sehen hier diesen 5-Sterne Eurocloud Star Audit, den wir mit dieser maximalen Punkteanzahl erreicht haben. Das ist weltweit insofern einzigartig, als es für Sie bedeutet, dass hier von einem Cloud-Service-Anbieter die gesamte Lieferkette bewertet wird. Das beginnt bei der technischen Infrastruktur und bei der Umgebung bis zu den internen Prozessen, bei den Anwendungen, bis zu den Daten, die Sie in der Cloud ablegen, die Sie natürlich wieder portieren können. Ein für Sie wesentlicher Aspekt. Sie binden sich nicht hier an einen Service, sondern die können die Daten auch danach wieder portieren. Interessant ist auch, wenn Sie Ihre Daten in der Cloud ablegen, Sie die Gewissheit haben, dass das zertifiziert, auditiert und überprüft ist, dass Sie das natürlich auch zweitverwerten können. Wenn Sie beispielsweise Ihre Rechnungen in der Cloud ablegen, dann sehen Sie hier, dass es anerkannt ist, dass es als Rechnungsarchiv gibt. Das ist hier also ein Zertifikat aus dem Wirtschaftstreuhandbereich, dass Sie also keine zusätzliche Hardware benötigen. Das heißt, Sie sparen sich diese Investition. Ich will Sie jetzt mit den Zertifikaten, personenbezogenen Zertifikaten wie ISO 27018 oder den IT-Sicherheitsnormen, die wir erfüllen, gar nicht weiter beschäftigen. Da können wir uns gerne im Anschluss darüber unterhalten. Ich würde das ganz gerne runterbrechen auf eine sehr einfache Frage, die Sie wahrscheinlich tagtäglich haben, wenn Sie sich mit Cloud-Themen beschäftigen. Das ist die einfache Frage, wo sind denn jetzt eigentlich meine Daten? Und ich würde gerne hier argumentieren, welche Möglichkeiten Sie haben. Sie haben zum einen, wenn Sie hier ganz links außen, nämlich in diesem Bereich, wenn wir hier beginnen möchten, dann bedeutet es, ich gebe als mittelständisches Unternehmen meine Daten in die Obhut der Fibersoft, weil die sind zertifiziert, die haben tausende von Kunden und die machen das gut. Das bedeutet, sie suchen sich eine Lokation aus, beispielsweise in Wien, und haben die Sicherheit, alle Daten sind in Wien. Und wenn ich sie brauche, kann ich Einblick haben, wenn ich sie brauche, kann ich sie runterziehen oder wem auch immer zur Verfügung stellen. Sie können das Gleiche natürlich in Nürnberg oder in der Schweiz machen. Da in diesen Ländern gibt es natürlich Tochterunternehmen und es gilt hier nicht, dass, obwohl es das EU-Recht ist, gibt es hier nationale Datensicherheitsgesetze, die natürlich in diesen Ländern jeweilig erfüllt werden. Die zweite Option ist, dass Sie sagen, nein, ich möchte jetzt meine Daten gar nicht außer Haus geben, die sollen doch bei mir bleiben. Das kann Compliance-Gründe haben, das kann aber auch sehr einfache emotionale Gründe haben. Nein, die sollen bei mir bleiben. Dann würde das bedeuten, Sie nehmen nicht nur die Cloud als Software in Anspruch, sondern Sie nehmen die Software in Kombination mit einer Hardware, Sie sehen hier diese Appliance, und verwenden sie in Ihrem Rechenzentrum, an Ihrem Unternehmensstandort. Und dann gibt es hier ganz rechts noch Mischformen. Sie können beispielsweise sagen, ja, ich hätte gerne eine Private Cloud, weil ich will, dass meine Daten bei mir bleiben, aber die Fibersoft, die das seit knapp 3 Jahrzehnten macht, soll das für mich betreiben. Ein Beispiel. Und so haben Sie die Wahlfreiheit.
was heißt jetzt Wahlfreiheit? Sie kennen die tägliche Frage, Sie bereiten ein Finanzmeeting vor. Sie haben die wichtigen Zahlen, Sie telefonieren noch, dass Sie die letzten Zahlen erhalten, hektische E-Mails fließen ein, die Sekretariate laufen heiß, Sie haben die wichtigsten Notizen noch auf einem Zettel und am Ende weiß dann keiner mehr, was genau stimmt. Oder Sie möchten ein neues Projekt einem Geschäftspartner zukommen lassen, formulieren ein schönes E-Mail, hängen das Attachment an, drücken absenden und dann geht das Mail nicht durch, weil die Größe überschritten wird. Was machen Sie also? Sie geben es wohin, wo die Daten sicher sind und wo Sie die Kontrolle haben, wer was wann einsehen darf. In diesem Fall sprechen wir von einer Public Cloud. Die klassischen Anwendungsfälle ist der Know-how-Schutz, wie besprochen, bedeutet, ich definiere, wer welche Daten wie bearbeiten oder einsehen kann. Wenn Sie beispielsweise ein neues Projekt jemandem mitteilen wollen, dann ist es Ihnen mit Sicherheit wichtig, dass dieses Projekt nicht Flügel bekommt und bei irgendwem landet, der das nicht sehen soll, möglicherweise bei der Konkurrenz. Ein zweiter typischer Anwendungsfall ist im Zusammenhang mit Vertriebsthemen. Wir sind alle ausgerüstet mit Tablets und mobilen Endgeräten, machen das Geschäft vom Mobiltelefon aus, so auch das Cloud-Geschäft. Dann kann es vorkommen, dass das Tablet verloren geht, dass vielleicht der Vertriebsmitarbeiter wechselt und dann stellt sich immer dieselbe Frage, wo sind die Daten? In dem Fall ist es einfach, weil das Tablet ist ein Stück Hardware, das lässt sich ersetzen. Wenn der Vertriebskollege oder die Kollegin wechselt, ist es ein bitterer Verlust, allerdings ist er ersetzbar und es lassen sich die gesamten Informationen beim Unternehmen bündeln. Das heißt, Sie verlieren hier kein Know-how. Dann gibt es einen anderen Anwendungsfall in der Vorstandskommunikation. Das bedeutet, es ist ein Anwendungsfall, wo nur ganz wenige Leute von hochsensiblen Themen Bescheid wissen sollen. Das kann an unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Ländern sein. Man hat vielleicht gar nicht die Zeit, dass man sich immer physisch trifft, braucht aber sowas wie einen sicheren Datenraum. Auch hier ist es wichtig, dass der sofort funktioniert, dass ich hier Leute einladen kann. Auch hier habe ich die Möglichkeit, dass ich in diesem Datenraum, das ist wie ein Haus, da gibt es verschiedene Zimmer und ich kann also definieren, welche Zimmer sind offen, welche sind verschlossen und wer darf in welche Tür hinein. Interessant wird es natürlich auch, wenn ich das Cloud-Thema nicht nur als technologisches Thema sehe, sondern als Anwendungsthema. Besonders wichtig wird es dann, weil Sie ja Ihr Unternehmen in gewissen Prozessen definiert haben. Es würde für Sie keinen Sinn machen, sich hier der Technologie anzupassen. Machen Sie sich die Technologie untertan. Sie können das mit der Cloud, weil Sie hier ein Prozessmanagement-Tool haben, wo Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Cloud selber gestalten können. Ein Geschäftsprozess bedeutet, ein Urlaubsantrag beispielsweise ist ein einfacher Geschäftsprozess. Jemand beantragt einen Urlaub, jemand gibt ihn frei und dann dieser Prozess kann aber auch viel komplexer werden, wenn es um budgetäre Dinge geht. Jemand möchte in einem Geschäftsbereich etwas Neues umsetzen, beantragt, holt Input aus den verschiedensten Abteilungen bis zur Finanz, die das Budget freigibt und dann wird das Projektmanagement weitermachen können. Kurz ein paar Beispiele, die das illustrieren, was Sie in der Cloud alles machen können. Ein Franchise-Partner stellt alle Marketingmaterialien in der Cloud zur Verfügung, den verschiedenen Franchise-Partnern. Der Franchise-Geber hatte das Problem, dass gerade die Bewegtbilder mit Medienbrüchen versehen waren, dass die Unterlagen, die Preisunterlagen hochsensibel waren, man wollte das nicht nach außen kommunizieren, man wollte, dass das nicht in die falschen Hände fällt und man hatte das Problem, dass es hier unterschiedliche Versionen gab. Das ist jetzt alles beiseite geschoben. Die relevanten aktuellen Daten sind in der Cloud für alle einsehbar. In einem völlig anderen Bereich, einem Fertigteilhaushersteller, der wollte in einen neuen Markt gehen, hat bei der Evaluierung der möglichen Geschäftsoptionen natürlich das Bewusstsein, dass diese Geschäftszahlen, die man geteilt hat,
auch vertraulich bleiben. Hat aus diesem Grund diese Dokumente in die Cloud gegeben. Ein Logistikunternehmer wollte die sensiblen strategischen Entscheidungen auch vertraulich behalten. Hat sie in die Fibersoft Cloud gegeben. Das geht bis zu größeren Unternehmen wie Siemens, die den gesamten Kraftwerksbau in der Fibersoft Cloud abwickeln. Dann hat sich die ganze Papierwirtschaft, Zettelwirtschaft vom Planungswesen bis zum Projektmanagement, wo es ja zigtausende Änderungen im Laufe eines Planungsprojektes wie das eines Atomkraftwerks gibt, abgestellt. Das waren in etwa 20 Tonnen Papier, die sich hier eingestellt haben. Ein wesentliches Argument dabei ist, wenn Sie in der Cloud die gesamte Kommunikation durchführen, dann sind sie natürlich 100% nachvollziehbar. Es ist also nachvollziehbar, wer hat hier wann, was und wo eingestellt, korrigiert, heruntergeladen oder geändert. Es gibt also neben diesen Vorteilen auf der Basis eines Ökosystems ein paar Punkte, die ich herausgreifen möchte. Sie haben hier ein digitales Asset Management inkludiert. Das heißt, es ist egal, welches Content-Format Sie hier haben, es ist sicher in der Cloud abgelegt. Ob das ein PDF, ein Word oder ein Excel oder ein Bewegtbild ist, es ist alles in der Cloud ansehbar. Es wird automatisch ein PDF generiert von all dem, was Sie hier hochladen und Sie müssen sich dann nicht sorgen, ob Sie jetzt ein CAD-taugliches Programm auf Ihrem Rechner installiert haben oder nicht. Sie können natürlich in der Cloud verschiedene Rollen und Rechte einstellen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen bereits die digitalen Identitäten Ihrer Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben, dann kann man die über Schnittstellen natürlich ganz klar in die Cloud synchronisieren. Sie können natürlich auch, wenn Sie gerade über mehrere Länder denken, es ist ja auch wichtig, dass Sie in den lokalen Sprachen auftreten können. Sie können hier auf Benutzerebene aus 22 Sprachen auswählen und so sicherstellen, dass jeder die Benutzeroberfläche, die sehr intuitiv ist, auch versteht. Wenn Sie auf Benutzerebene regulieren möchten, wer möchte sich hier informieren, was sich in der Cloud tut, dann haben Sie Features wie einen Newsfeed, der Auskunft gibt, hey, da hat sich was getan, Sie sind jetzt am Zug, bitte bewerten Sie das oder geben Sie das frei. So wird das Thema Cloud von einem reinen Technologiethema zu einem Prozess, zu einem Arbeitstool. Sie haben natürlich im Bereich der Security all diese Audits, diese Unterlagen, die wir vorhin schon besprochen haben oder diese Zertifikate. Wichtig, was ich nur herausgreifen möchte, ist, dass Sicherheit beim Thema Cloud bereits damit beginnt, dass Sie Ihr Gegenüber überprüfen sozusagen. Die digitale Identität Ihres Gegenübers, haben wir heute schon vielfach gehört, ist ja nicht immer so sicher, dass das Mail von mir kommt, vielleicht ist es ja wer anderer. Aus diesem Grund haben wir hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Das bedeutet, dass Sie Ihren Usernamen und ein Passwort haben und ähnlich wie beim Online-Banking einen zweiten Faktor, einen sogenannten PIN, den Sie per E-Mail oder über das Handy erhalten. Damit wird ja sichergestellt, dass diese Person auch diese ist, für die sie sich ausgibt. Interessant ist es natürlich auch, dass Sie in der Cloud eine semantische Volltextsuche haben. Dann finden Sie auch schnell wieder was. Jetzt haben Sie die Cloud im Einsatz und dann haben Sie eine Frage. Ein wesentlicher Unterschied bei uns ist, dass Sie einen Support 100% inkludiert haben in diesen Leistungen. Wir sind hier in Wien mit einem geschulten Team und Sie können hier anfragen per Telefon, per E-Mail oder sonst was, Sie werden jederzeit Auskunft erhalten. Das ist Teil dieser Pauschale, die wir bieten. Noch kurz, um die Zeit nicht überzustrapazieren, die Private Cloud-Lösung, die ich erwähnte. Das bedeutet also, Ihre Daten verbleiben an Ihrem Unternehmensstandort, in Ihrem Rechenzentrum. Das ist eine Appliance-Lösung. Diese Appliance-Lösung hat den Vorteil, dass Sie bereits IT-Systeme im Haus haben, diese völlig unangetastet von der Cloud-Lösung weiterhin nutzen können
und Sie hier eine fix vorkonfektionierte Cloud-Lösung haben. Sie brauchen lediglich einen Strom und eine Netzwerkanbindung und dann betreiben Sie Ihre eigene Cloud am eigenen Unternehmensstandort. Es gibt dann Fälle, wo Sie sagen, die Daten sind mir so wichtig, ich denke hier an Kundendaten, ich denke hier an rechtlich verbindliche Daten, dass Sie sagen, Verschlüsselung in der Appliance, Verschlüsselung der Festplatte, der sichere Transport über das Internet, über TLS-Verbindungen, Sie kennen das bei HTTPS, das sind Standards, die sind schön und gut. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen, dass niemand außer den mir zugewiesenen Personen den Inhalt sehen soll. Wenn Sie so denken, dann kommen Sie am Thema Verschlüsselung nicht vorbei. Hier noch kurz ein Unterscheidungsmerkmal bei der Fabersoft. Wir haben eine eigene Verschlüsselungs-Appliance, die sich natürlich kombinieren lässt als Add-on zu den besprochenen Cloud-Lösungen. Interessant dabei ist, das kann man sich vorstellen wie einen E-Safe, den man hat. Das ist wie eine Versicherungspolice, dass sonst niemand Zugriff drauf hat. Die Schlüssel werden in der Secomo-Lösung in Hardware-Sicherheitsmodulen gespeichert, sind also auch an Ihrem Unternehmensstandort. Das bedeutet, im Unterschied zu anderen Lösungen werden die Schlüssel nicht übers Internet hin und her geschickt, wo man retrospektiv hier wieder nachvollziehen kann, welche Informationshappen werden hier verschickt. Nein, das passiert nicht. Hier wird nur die kryptografische Operation ausgeführt, aber das Schlüsselmaterial verbleibt an Ihrem Unternehmensstandort. Das ist so wie ein Türschloss, nur dass die Schlüssel nicht herumgegeben werden können, sondern ich habe direkt beim Schloss den Schlüssel und muss also sozusagen vor Ort sein. Diese hochverfügbare Architektur bedeutet für uns, dass wir natürlich diese Lösung in redundant ausliefern, sollte irgendwas einmal passieren. Geht ein Mitarbeiter her und sagt, ich möchte jetzt wissen, was da drinnen ist, nimmt einen Schraubenzieher und bohrt das auf, dann zerstört sich diese Komo von selbst. Das ist wie beim James Bond. Interessant ist, dass Sie diese Lösungen in verschiedensten Kombinationen frei wählen können. Ich würde Sie einladen, auf fabersoft.com 14 Tage kostenfrei diese Services zu testen. Es ist sehr leicht zu bedienen. Probieren Sie es aus. Vielen herzlichen Dank an Herrn Hansjörg Gruber von Fabersoft. Meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, wir haben schon eine ordentliche Verspätung aufgerissen. Ich hoffe, ich darf Sie überzeugen, wir haben wirklich tolle Inhalte gehabt und tolle Vortragende. Ich hoffe, Sie sehen uns das ein bisschen nach. Für Fragen darf ich Sie bitten, einfach Herrn Gruber direkt anzufragen. Ich glaube, Sie bleiben noch gerne ein bisschen da. Sehr gerne. Ja? Hansjörg Gruber von Fabersoft, vielen herzlichen Dank. Danke. Dankeschön für den interessanten Vortrag. Danke und bitte Sie nochmal um Applaus. Applaus